two, one. That Glück auf, ihr Lieben. Ja, da ist er wieder. Ich war jetzt eine Weile nicht da. Leider ist YouTube nicht meine Haupttätigkeit. Dadurch kann es immer mal passieren, dass es Pausen zwischen den Videos gibt. Nichtsdestotrotz, heute Schwingung des Kosmos, Teil 44. Es geht um Donner und Blitz, Stürme und Hurricanes. Ja, los geht's. Viel Spaß. Donner und Blitze. Die Ursprünge dieser Phänomene sind eng miteinander verbunden. Wie wir bereits im Kapitel über Winde und Erdbeben besprochen haben, besitzen die Dämpfe eine doppelte Natur. Eine feuchte und eine trockene Phase, die in Kombination existieren. Die Kondensation dieser Dämpfe führt zur Bildung von Wolken. Wenn die Hitze nach oben steigt, werden große Mengen trockener Dämpfe eingeschlossen. Sobald die Luft abkühlt und auf die Wolken trifft, werden diese Dämpfe freigesetzt. Der Zusammenstoß dieser trockenen Dämpfe mit den benachbarten Wolken führt zum Donner. Dieses Geräusch entsteht ähnlich wie das Knistern von Holz oder das Austrocknen von Materialien beim Entzünden einer Flamme, wenn der Dampf durch Komprimierung zur Flamme gebracht wird. Es gibt eine breite Vielfalt von Donnergeräuschen, bedingt durch die unterschiedlichen Größen der Wolken und die Entfernungen zwischen ihnen. Der Wind, der durch die Ausstoßung trockener Dämpfe entsteht, wird als Blitz sichtbar. Obwohl der Blitz erst nach dem Donner erscheint, tritt er zuerst auf, da der Donner langsamer zu unseren Ohren gelangt und mit Schallgeschwindigkeit reißt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um denselben natürlichen Stoff handelt, die trockenen Dämpfe. Sie verursachen Wind, wenn sie sich auf der Erdoberfläche bewegen, Erdbeben, wenn sie sich im Boden und Untergrund befinden und schließlich, wenn sie sich in den Wolken sammeln und zu Wasser kondensieren, führt ihre Freisetzung zu Donner und Blitz. Windstürme und Hurricanes. Wenn trockene Dämpfe in kleinen Mengen ausgestoßen werden, verteilen sie sich überall und wenn sie sich schnell ausbreiten, bilden sie dünnere Wolken und verursachen Donner und Blitze. In dichteren Wolken entsteht ein starker Wind, dessen Intensität von der Geschwindigkeit abhängig ist, mit der die trockenen Dämpfe freigesetzt werden. Wenn beide Dampfphasen in der Luft vorhanden sind, wird die dominante Phase aktiviert und die überschüssige Phase abgestoßen. Überwiegt die feuchte Phase, kommt es zu Regen, während eine vorherrschende trockene Phase einen Windsturm verursacht. Wenn der austretende Wind auf eine andere Wolke trifft, wird seine Front durch Strömungswiderstand und Engstellen im Durchgang zurückgedrängt, was die Bildung eines Zyklons oder Wirbel bewirkt. Der Gasstrom bewegt sich diagonal in Richtungen, die dem Widerstand entgegenwirken, wodurch weitere Wirbel entstehen. Da der Wind aufgrund der dichten Wolke nicht entweichen kann, entstehen an einigen Stellen kreisförmige Bewegungen des Gasstroms, was zu einer größeren Dichte und einem Temperaturabfall führt. Hurricanes entstehen durch stürmische Winde, die nicht aus der Wolke entweichen können, aufgrund des Widerstands der Wirbelkräfte. Wenn der Propeller auf den Boden absinkt, zieht er die Wolke mit sich, was eine kreisförmige Bewegung erzeugt und beim Auftreffen auf den Boden einen Unterdruck erzeugt.
Dies führt dazu, dass alles, was von der Wolke erfasst wird, gewaltsam hochgehoben und umgeworfen wird. Wenn eine große Menge dünner Luft innerhalb der Wolke komprimiert wird, entsteht Blitz. Gegenstände mit hoher Dichte und Widerstand erleiden Schäden, während solche mit geringer Dichte keinen Schaden nehmen, da sie nicht schnell genug vom Wind durchdrungen werden. Blitz tritt immer nach dem Auftreten von Wind auf. Der Ort, der vom Blitz getroffen werden soll, vibriert vor dem Einschlag, da der Wind, der ihn verursacht, zuerst darauf trifft. So haben wir die Phänomene von Donner, Blitz, Windsturm, Wirbelwinde, ob Feuer oder Wasser und Hurricanes erklärt, die alle aus denselben Naturkräften entstehen. Ja, schauen wir uns das mal an einem Beispiel an, und zwar trockene Dämpfe am Beispiel des Fuego-Vulkans in Antigua, Guatemala. Hier auf dem Bild ist der Vulkan zu sehen und auch das Phänomen, was wir jetzt gleich erklären. Aufsteigende Strahlen entstehen aus dem Fuego-Vulkan von Antigua, Guatemala. Hier werden wir sehen, wie die trockenen Dämpfe Windstürme erzeugen, zu Donner und Blitz werden, aufgrund des niedrigen Drucks und des zyklonischen Effekts in den Vulkan gelangen, wo sie auf andere unterirdische Dämpfe treffen. Also hier haben wir alles miteinander vereint, unterirdisch, überirdisch. Es entsteht eine Sättigung von ihnen im Inneren der Erde und es kommt zu einer Explosion und Freisetzung der Dämpfe zurück in den Himmel, wobei diese trockenen Dämpfe erneut zu Blitzen werden, diesmal aber nach oben gerichtet. Während des Ausbruchs gibt es eine seismische Vibration, gefolgt von der Freisetzung von Verbrennungsgasen aus dem Vulkan und anschließendem Lavastrom. Auf diese Weise werden wir an einem Beispiel die Kontinuität der Natur und die Elemente sehen, die alles rekapitulieren, was wir zu diesem Thema bisher gesagt haben. Hier haben wir ein zusammengesetztes Beispiel, in dem wir all dies vollständig sehen können. Wir haben ein Phänomen, bei dem zunächst trockene Dämpfe der Luft aus der Wolke freigesetzt werden, hier auf Bild 1 zu sehen, und Blitz entsteht, Bild 2, wodurch ein Wirbeleffekt und ein Niederdruck entstehen, wo dies geschieht. Ja, also 1, 2 und 3 beschreibt dieses Phänomen. Der Blitz, der durch die Dekompression der trockenen Dämpfe in der Luft entstanden ist, aufgrund dieses Niederdrucks und des Wirbeleffekts in der Luft, findet einen Durchgang im Mund des Vulkans, während er abwärts wandert. Das sehen wir hier auf Bild 4, 5 und 6. Ja, gehen wir zur nächsten Seite. Die unterirdischen trockenen Dämpfe des Untergrunds innerhalb des Vulkans brechen aufgrund ihrer Sättigung aus, was ein Erdbeben verursacht, und aufgrund des entstehenden Unterdrucks werden sie aus den Tiefen der Erde freigesetzt und erzeugen aufsteigende Blitze. Das ist hier sehr gut zu erkennen, Bild 7, 8 und 9. Sie erzeugen Explosionen aufgrund der Sättigung im Inneren des Vulkans, wodurch hohe Temperaturen entstehen und Elemente des Untergrunds und des Bodens in der Höhle, in der sie sich befanden, schmelzen. Also hier Bild 10 und 11. Während es zur Freisetzung von Verbrennungsgasen in die Luft kommt. Hier auf Bild 12 zu sehen. Nach den Explosionen haben wir also eine Anziehungskraft dieser Dämpfe. Dann haben wir den Fluss von Lava, das heißt der geschmolzenen festen Elemente. In unserem Beispiel fallen aufgrund des durch den Wirbelsturms erzeugten Niederdrucks Teile der trockenen Dämpfe, die aus dem Vulkan entweichen, auf eine dichtere Wolke und brechen aus, was Erdbeben, Vulkanausbrüche, Donner und Blitze verursacht, die aufgrund des Niederdrucks, aber auch des unterirdischen Ursprungs dieser trockenen Dämpfe einen aufsteigenden Verlauf haben. Hier ist 7 bis 14. Ja, fassen wir zusammen. Im dritten Buch haben wir detailliert untersucht, wie Dämpfe aus brennbaren Materialien himmlische Phänomene wie zum Beispiel Kometen, Meteoriten und Sternschnuppen erzeugen. Im vierten Buch haben wir gesehen, wie Gezeiten durch das periodische Zusammenziehen bzw. das Ziehen und das Drücken der Meeresgewässer durch die Erde entstehen. Wir haben auch untersucht, wie die Pflanzensäfte durch den Mond und seine Phasen beeinflusst werden und sich entsprechend dem Mondzyklus periodisch anheben und senken. Also die Pflanzen ähnlich wie die Gezeiten. Neben den Dämpfen aus brennbaren Materialien, die hochflüchtig sind und von Natur aus trocken sind, haben wir auch die Luft in trockene und feuchte Dämpfe unterteilt, die potenziell beide Phasen in sich tragen können.
In Verbindung mit der Eigenschaft der Erde aufgrund des pulsierenden elektromagnetischen Feldes innerhalb davon Luft ein- und auszuatmen, das den atmosphärischen Druck erzeugt, werden trockene Dämpfe entweder innerhalb der Erde oder in der Luft eingeschlossen. Dies führt zu Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Blitzen und Donner, je nachdem, ob es in der Erde eingeschlossen ist oder in der Atmosphäre in der Luft. Der Fluss dieser Dämpfe in der Luft verursacht den Wind. Anschließend können wir festhalten, dass all diese Phänomene meteorologischer Natur sind. Damit schließen wir unsere Untersuchung über die Trennung von Dämpfen in feuchte und trockene sowie deren Ursachen ab. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Wieder mal ein interessantes Thema. Ich bin ja bei jedem Kapitel, was ich mir durchlese, begeistert. Mit dem Buch 5 kommen wir dann langsam zum Ende. Es wird noch 2 oder maximal 3 Teile geben, wobei der letzte Teil eine 3D-Karte des Plasmamondes ist. Das werde ich dann in dem Video mit einbinden, und wer so eine 3D-Brille zu Hause hat, der darf die dann gerne mal aufsetzen und sich das Plasmagebilde in einer schönen Art und Weise anschauen. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald.